einer der ganz wenigen Forscher, die man wirklich nicht mehr vorstellen muss. Fast alles, was wir über das Gedächtnis wissen, hat irgendwie mit ihrem Namen zu tun. Nach all diesen Jahren der Forschung, was ist das Gedächtnis heute für Sie? Das Gedächtnis ist es wichtig für mich persönlich und in wissenschaftlicher Weise, als ich anfange. Das ist ein wunderbares Problem. Wir sind nur am Anfang. Es hat eine große Zukunft. Man muss viel mehr an dem arbeiten, um ein besseres Verständnis zu haben. Es ist so interessant. Ich werde nie müde von dem. Sie hatten irgendwann auch mal gesagt, das Gedächtnis sei der Leim, der Glue, der die Persönlichkeit zusammenhält. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn man kein Gedächtnis hat, hat man keine Personalität. Man kann nicht erinnern, was man gestern getan hat. Die Namen meiner Frau, meine Kinder. Mein ganzes Leben ist nur ein paar Minuten. Jede Minute ist separat von jeder anderen Minute. Es ist kein Zuhang zum Leben. Am Anfang Ihrer Karriere, ganz am Anfang, war Ihr Interesse psychologisch, fast schon psychoanalytisch. Ja. Bevor ich meine Frau getroffen habe, habe ich eine andere Freundin gehabt, die Tochter einer Psychoanalytiker war. Und der hat einen großen Influence an mir gehabt. Als ich ein Schüler in Harvard war, habe ich Geschichte studiert. Überhaupt, was in Deutschland geschehen war. Im 1933, als Hitler kam zur Kraft. Und ich habe meine These geschrieben über die Reaktion zu Nationalsozialismus von drei verschiedenen Schriftsteller, Jünger, Korosser und Zuckmeier, die drei verschiedene Positionen hatten an das Spektrum vom Liberale zu Konservativ. Der Jünger war ein sehr militaristischer Mann und der Zuckmeier war ein ganz Liberale. Zuckmeier ist gleich aus Deutschland gegangen, erst nach Österreich und dann nach Amerika. Und als ich diese Arbeit zum Ende brachte, hatte ich meine Freundin Anne getroffen und ihr Vater hat mir gesagt, wenn du willst wirklich verstehen, warum Leute tun, was sie tun, ist es eine bessere Linie, ein Psychoanalytiker zu werden. Dann kann man Motivation anschauen und besser verstehen. So habe ich eine kurze Notiz, ein paar wissenschaftliche Kurse in Harvard genommen, um zur medizinischen Schule zu gehen. Und dann ging ich vom 1952 zu 1956 auf der medizinischen Schule und ich wollte ein Psychoanalytiker werden. Im letzten Jahr, dann habe ich schon Denise getroffen, habe ich geglaubt, dass sogar ein Psychoanalytiker soll etwas über das Gehirn wissen. So habe ich eine Elektivperiode mit Harry Grunfest, ein ausgezeichneter Neurobiologist, genommen und ich habe gefunden, dass im Labor zu arbeiten ist ein ganz anderes Experience als Bücher zu lesen. Ich habe nie die Wissenschaft sehr gern gehabt. Ich habe die klinische Sachen gern gehabt, aber die fundamentale Wissenschaft war für mich nicht sehr erregend. Aber als ich anfang, im Labor zu arbeiten, habe ich das eine ganz anderes Experience gefunden und ich habe das sehr gern gehabt. So habe ich der Denise gesagt, ich könnte das tun, das möchte sehr schön sein, mein Leben so zu tun, aber ich habe kein Geld, ich bin arm, du bist arm, du hast kein Geld, ich muss ein Klinischer werden, dass wir eine Familie haben könnten. Und sie sagt, das ist überhaupt blöd, Geld ist überhaupt nicht wichtig für uns. Hat nie mehr später das gesagt, aber damals hat sie mir gesagt, so bin ich weiter mit dem gegangen und der Grundfest hat mich rekommendiert zu NIH, das war eine ausgezeichnete Position. Als ich mit der medizinischen Schule fertig machte, waren alle amerikanischen Ärzte, als sie die Schule fertig machten, mussten sie in die Armee gehen. Aber ein kein weniger als 1%, die ein bisschen
Wissenschaft Arbeiten gemacht hatten, könnten versuchen, zu NIH zu gehen. Okay. Und der Rundfest der Reklamation hat mir sehr geholfen, haben sie mich akzeptiert. Und habe ich 3 Jahre at NIH gearbeitet und das hat mein ganzes Leben geändert. Nachdem bin ich weitergegangen, ich bin Psychiater geworden und ich dachte sogar noch weiter zu gehen, Psychoanalytiker zu werden, um beide zu tun. Aber ich habe gedacht, es ist schwer, eine Sache gut zu tun. 2 Sachen ist unmöglich. So habe ich die psychoanalytische Idee aufgegeben und bin nur in die Wissenschaft gegangen. Und das hat mir großes Vergnügen gemacht. Das war eine sehr gute Decision für mich. Wie ist denn Ihr Verhältnis heute zu Freud? Gut. Ich habe keine Probleme mit Freud. Er hat Fehler gemacht. Er hat die Frauensexualität überhaupt nicht verstanden. Und er hat nicht gewusst über die Bonding zwischen Kinder und die Mutter und solche Sachen. Aber das ganze Vision, eine nuanced, sophisticated Psychologie des Menschen, war das für seine Zeit ausgezeichnet. Das Problem ist nicht mit Freud. Jeder ist ein Sklave von seiner Periode, aber die Leute, die nach ihm kamen, haben nicht besucht, die Psychoanalyse zur Medizin oder zur Biologie zu zusammenbringen. Und auch, sie haben nicht gesucht, um zu fragen, arbeitet das? Ist eine Methode von Psychoanalyse besser als andere? Sind psychoanalytische Versuche besser als Psychopharmacology mit Drugs? Mhm. Sie haben gar keine Fragen gefragt. Sie haben geglaubt, es arbeitet, es marscht, sie haben das weitergebracht, aber sie haben nicht versucht, das wissenschaftlich zu machen. Mhm. Freud hat ja selber schon am Grund alles Psychischen die Biologie vermutet. Angefangen mit Neurobiologie und ich glaube, wenn er heute lebt, würde er Neurobiologist sein. Also zumindest fürs Gedächtnis haben Sie das ja auch schon quasi bewiesen, dass es sich genauso verhält. Können Sie uns eine ganz kleine Einführung in die intrazellulären Prozesse zur Bildung einer Erinnerung geben? Das Gedächtnis kommt von einer Änderung in der Kommunikation zwischen Nervenzellen. So, wenn eine Nervzelle zum anderen spricht, kommt diese Kommunikation Platz auf eine genaue anatomische Struktur, die man heißt Synapse. Und man hat oft gedacht, dass diese Synapse plastisch ist, aber das war nur eine Idee. Meine Freunde und ich, meine Kollegen und ich haben gezeigt, dass wenn man schaut auf einen Reflex, wenn der geendet ist vom Lernen, dass das wirklich geschieht. Man kann sehen, dass verschiedene Gedächtnisse bringen eine Stärkung von den Synapsen, andere bringen eine Weakening, eine Schreckung von dem. Und dann haben wir gesehen, was ist der Unterschied zwischen einem Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. So, wenn man schaut an eine Telefonnummer oder man hört einen Namen zum ersten Mal, kann man das gleich vergessen. Aber wenn man hat Repetition, geht es tiefer und tiefer im Gehirn und geht es in ein Langzeitgedächtnis. Wir haben gefunden, mit Kurzzeitgedächtnis sind die Änderungen am Synapse funktionell. Aber mit Langzeitgedächtnis gibt es wirklich eine anatomische Änderung. Man wächst neue Synapses oder man verliert Synapses. Und haben wir angeschaut, wie das geschieht. Und wir haben gesehen, dass mit Langzeitgedächtnis geht ein Signal vom Synapse zum Zellkern, zum Nukleus, um Gene zu aktivieren. Und die Gene schicken
Messenger-RNA und Protein zu den Synapsen und geben die materiell, neue Synapsen zu bauen. Und der Aufbau bleibt für Periode, Tage, Wochen. Und es braucht biochemische Prozesse, die weitergehen. Und jetzt in den letzten 5 Jahren haben wir gearbeitet, was ist es, das weitergeht? Und wir haben gefunden ein self-perpetuating process, ein prion-like process in the synapse, der das tut. Jetzt wird ja die Hebbsche Synapse dieses Jahr 60 Jahre alt. Im Film über ihr Leben habe ich gesehen, dass sie inzwischen quasi standardmäßig in der Petrischale ein sensorisches Neuron reizen und dann die Synapsenstärke postsynaptisch zum motorischen messen. Ja. Ist das wirklich eine Art Erinnerung, die da stattfindet? Kann man das so sagen? Wir haben in der Plysia identifiziert einen sehr einfacher Reflex, der ist, wenn man die Haut berührt, geht es ein Reflex, der die Hand zurückbringt. Mhm. Und das braucht sensorische Nerven, die direkt Kontakt, direkt Synapsis mit den Motornerven machen. Und das Lernenprozess ruft auf serotonergische Nerven, die die Stärkung machen. Und haben wir gefunden, dass wir können das im normalen Reflex studieren. Und wir könnten auch eine sensorische und eine motorische Nervzelle in einen Tisch geben. Und wir könnten eine serotonergische Zelle oder nur Serotonin aufpuffen. Puff. So. Und wir könnten genau sehen im Tisch, was man sieht im intakt Animal. So, das natürlich hat es viel leichter gemacht, um zu lernen, was geschieht durch dem. Und dann gehen wir immer zurück zum intakt Animal zu sehen, ob das wahr ist. Aber die meisten Sachen haben wir am Anfang in diesen isolierten Präparationen gelernt. Das ist die molekulare Sache. Und würden Sie das jetzt eine Erinnerung nennen in der Petrischale? Natürlich. Ja. Das Tier erinnert sich, dass du böse zu ihr warst. Das ist ein Learned Fear. Das ist eine Erschreckung. Ja. Und jetzt reduziert man die ganze Strategie von Wissenschaft ist komplexe Phänomene herausnehmen und die verschiedenen Teile anschauen, allein und in Kombination, sodass man die ganze Synthese macht. Man tut dasselbe im Hippocampus. Man schaut Slices vom Hippocampus an. Das ist nicht das ganze Tier, das ist ein sehr kleiner Teil vom Tier. Man muss zurückgehen, das anschauen im intakt Animal. Aber man muss beide Sachen, aus dem kann man nicht das lernen. Was sagen diese Erkenntnisse vom Tier in einer Petrischale über den Menschen aus? Lässt sich der menschliche Geist so reduzieren? Wieso ist diese Diskussion? Geist ist nur Nervenzellen. Der Mensch hat mehr Nervenzellen als der Plysier. Aber der Geist ist eine Idee, die vom Gehirn kommt. Es ist nicht eine separate biologische Entität. Ihre Liebe zur Kunst, reduziert die sich rein auf synaptische Tätigkeit? Hat das mit Synapsen zu tun? Natürlich. Na, wir wissen nicht, warum ich ein Bild mehr gern habe über ein anderes. Man fängt an, das zu lernen. Das sind sehr komplexe Probleme. Wir wissen, dass die Wissenschaft vom Gehirn ist am Anfang. Es gibt noch 100 Jahre mehr, bis wir diese tiefe Fragen verstehen. Aber man hat einen sehr guten Anfang. Man weiß, dass alles Behavior, Verhalten. Alle Verhalten vom kleinsten Reflex bis zum die Arbeit von Goethe ist vom Gehirn. Und man will alle diese verschiedenen Mechanismen verstehen,
an Nouveau vom Zell, vom Systeme und dann ganz Regionen vom Gehirn. Man muss an alle Levels arbeiten, sonst geht es nicht fort. Natürlich die komplexe Sachen, Kreativität, Denken, Empathy, das sind nicht von einzelnen Nervzellen gemacht, aber es sind viele Nervzellen und es wird von Zeit zu Zeit ein Durchschnitt durch diese Sache gemacht und Component von diesen Sachen kann man isolieren und dann kann man es studieren in ein Petri-Dish. So wie Sie das sagen, klingt das ganz einleuchtend. Ihr Kollege Wolf Singer hat hier in Deutschland weitaus größere Probleme, weil er eben der Vertreter des, auf der einen Seite des Systemischen, auf der anderen Seite des sehr deutlich Reduktionistischen ist. Wieso, glauben Sie, tun die Deutschen sich so schwer, vielleicht auch die Europäer, aber die Amerikaner haben damit scheinbar gar kein Problem? Ich weiß nicht genug über das deutsche Denken, über diese Sachen. Der Wolf Singer hat eine ausgezeichnete Balance. Er ist ein Reduzierter auf einer Seite, aber denkt sehr viel über das ganze Ensemble. Mhm. Und das ist wichtig. Man kann nicht nur verstehen die Sachen über den Nouveau vom Cell, man muss auch das Ensemble anschauen, das ist sehr wichtig. Und er hat das immer emphasiert in seiner Arbeit. Aber man muss beide Sachen tun. Man muss von einem zum anderen gehen. Darum ist das Problem so schwer. Man geht weiter als die Zelle. Man muss die Gene verstehen, die das ändern. Schau an, wir machen jetzt großen Progress in Breast Cancer, in Blood Cancer. Warum geschieht das? Weil wir wissen, dass Breast Cancer, Blood Cancer nicht eine Krankheit ist, aber viele verschiedene Krankheiten mit kleinen verschiedenen Änderungen in die Gene. Und es ist sehr wichtig zu wissen für einen Mann oder eine Frau, genau welche Gene sind geändert, weil die pharmakologische Treatment ist ganz anders für jede diese genetische Änderung. Das ist genauso im Hirn. Man muss wissen, eine Region benutzt das, eine andere Region benutzt das anders. Man muss das alles in Detail in der Langzeit verstehen. In all diesen Jahren der Forschung, welche seines 1, seines 3, welche Erkenntnisse haben Sie da am meisten bewegt? Das erste Mal, dass Alden Spencer und ich in den Nervzellen vom Hippocampus gemacht haben, als wir die Elektrode in die Neurone waren, haben wir gehört, das Bang, Bang, Bang von den Aktionpartat. Das war sehr exciting für mich, auch für ihn. Und einen Anfang zu machen, wo nie früher jemand das getan. Es war nur ein kleiner Advance, aber für uns war es natürlich sehr wichtig. Als ich das erste Mal gesehen habe, dass man kann einen Reflex in der Plissi ändern und dass es das Kachal richtig war, das sind Änderungen in die synaptischen Kontakte. Das war sehr exciting für mich. Als wir den gefunden haben, den Regulation von den Genen, die wichtig sind für Langzeitgedächtnis, wie man heißt, CREB, Cyclic AMP Response Element Binding Protein. Das war auch sehr schön. Und dann andere Sachen, der Nähr und Sackmann, als sie gefunden haben, die Methode, einzelne Kanäle zu studieren, hatte Steve Siegelbaum und ich versucht. Der Siegelbaum ist nach Heidelberg, Göttingen waren sie zusammen damals, ist nach Göttingen gegangen, hat von ihnen gelernt, wie das zu tun, hat dann mit mir gearbeitet und wir haben da geschaut durch das Lernen, dass so eine Kanäle ist geändert bei Serotonin, bei Cyclic AMP.
Und andere Leute haben mich influenziert. Als ich in den Mäuse anfange, die Arbeit von Morris, von Bliss and Lomo, I mean, das ist ein wunderbares Feld. Hebb hat mich groß influenziert. Konorski hat mich influenziert. Freud hat mich influenziert. Larry Squire, ein Freund von mir, ein großer Influencer. So, wir reden zueinander und wir lernen voneinander. Das ist die Wissenschaft. Es ist ein ganz soziales Leben. Sie meinten vorhin, wir stünden ganz am Anfang der Forschung des Gehirns und wir wüssten noch vieles nicht. Von außen betrachtet, aus wissenschaftlicher, aus Konsumentensicht, waren die letzten 10, 15 Jahre sehr bewegt. Was würden Sie denn sagen, wo stehen wir in 10 oder 15 Jahren? Ich glaube, es gibt verschiedene Fragen, die man jetzt arbeitet hat, und man hat noch nicht eine definitive Solution. Die erste Frage, von der wir geredet haben, wie kann man ein Gedächtnis speichern, sodass es bleibt für immer? Wie kann ich die erste Liebe für immer erinnern? Und man arbeitet, ich arbeite daran, andere Leute auch arbeiten daran. Und eine Familie von Mechanismen kommt heraus. Wie kann ich mich erinnern? Wie kann ich zurückdenken? Recall in das Gedächtnis ist ein tiefes Problem, das man nicht sehr gut versteht. Wie funktioniert das Gedächtnis, das den Hippocampus braucht? Man weiß, dass wenn man kein Hippocampus hat, kann man nicht neue Kurzzeitgedächtnis zu Langzeitgedächtnis ändern für komplexe Gedächtnisse. Leute, Gesichter, Goethes, Poesie, etc., etc. Aber als man etwas gelernt hat und hat es vor ein paar Jahren im Kopf, kann man den Hippocampus verlieren und man erinnert die alte Sache. Man kann neue Sachen nicht im Langzeitgedächtnis geben, aber die alten Sachen bleiben dort. Das heißt, wenn man etwas lernt und ein Gedächtnis formt, ist es wahrscheinlich auch schon am Anfang repräsentiert in der Großrinde, im Cerebral Cortex. Aber es ist nicht stark genug, dort zu arbeiten. Braucht man den Hippocampus, es in irgendeine mysteriöse Weise sie zu stärken. Genau was diese Mysterie ist, weiß man nicht. So, das sind drei Probleme, die hoffentlich weitergehen in den nächsten 15 Jahren. Meinen Sie, bis dahin ist diese kleine rote Pille da? Ob in 15 Jahren sicher wird man haben Pillen für Alterskrankheit, die nicht Alzheimer ist. Aber jetzt fängt man schon an. Ich habe gehört, Sie haben wahrscheinlich abgehört, jemand hat gefunden, eine kleine russische Biotech-Company hat gefunden, ein Compound, ein Drug, das arbeitet auf dem Histamin-System, das arbeitet ganz wunderbar in Alzheimer's Disease. Die Leute werden nicht schlechter und sogar manche Leute werden besser. Das ist fantastisch. Auch in Alterskrankheit haben wir gesehen mit Mäuse, dass sogar das normale Gedächtnis kann stärker werden mit diesen Drugs. So hoffentlich viele Leute arbeiten daran. Es dauert länger, als man hat geglaubt, es wird lange. Es dauert immer länger. Wenn Sie schauen an Cancer, I mean, 20, 30 Jahre dauert es, bevor man Progress hat. Hoffentlich wird man weiter Progress haben. Aber alle die Krankheiten, wir wissen gar nichts über Schizophrenie, über Depression. Wir haben nur ein bisschen Verstehen über Anxiety-Syndroms. Sind alle diese Areas, muss man weiterkommen. Wir waren bei der Angst. Was mich sehr bewegt hat, als ich Ihr Buch gelesen habe, war der Bericht über Ihre Zeit in Wien als Kind. Wie ist es heute für Sie, wenn Sie in Deutschland sind? Und Deutschland war am Anfang sehr unbequem für mich. Aber meine wissenschaftlichen Freunde, der Sackmann und der Näher und der Franz Huber, haben mir sehr viel geholfen. Sie waren sehr offenbar mit mir und ich fühle mich sehr bequem. Österreich war viel schwerer.
die Leute waren nicht offenbar. Sie haben sich behandelt, als sie Victims waren. Sie haben gar nichts schlecht getan. Aber jetzt kenne ich verschiedene junge Leute. Ich helfe ihnen ein bisschen in drei gute Institute in Wien sind ausgezeichnete biologische Institute. ISTA, das Institute for Science and Technology Austria, the Institute for Molecular Biology, Institute for Molecular Biotechnology, wirklich ganz ausgezeichnete internationale Institute. So, dann bin ich in Wien, vielleicht einmal im Jahr jetzt, in den letzten paar Jahren, geht es viel besser. Ich möchte mehr bequem sein, wenn die Österreicher ein bisschen mehr Arbeit tun, über die Vergangenheit zu reden. Die Universität Wien, das ist die Äquivalent von Zürcher Universität, sitzt am Ringstraße, einem Teil von Ringstraße, das heißt Luega-Ring. Luega war einer von den größten Antisemiten in Wien. Er war der Mayor, der Hitler gelernt hat, dass Antisemitismus ein gutes politische Plattform ist. Und der Hitler beschreibt das in Mein Kampf. Ich kann nicht verstehen, warum man die Universität, das symbolisch, das Symbol der moralisches Leben, auf einem Platz, eine Seite von der Ringstraße, die nach dem Luega genannt ist, und man spricht um das Ändern. Ich habe es noch nicht gesehen. Wenn ich sehen werde, werde ich glauben, es ist ein großer Schritt vorwärts. Es gibt eine Diskussion, gerade eben in Deutschland, ausgelöst von einem Film namens Inglourious Basterds, ob man nicht diese Scham und Schande über das Dritte Reich jetzt nicht langsam gut sein lassen sollte, aus den Fehlern natürlich lernen, den Antisemitismus und ja die braune Vergangenheit und auch die braune Gegenwart im Auge behalten, aber sich durchaus etwas freier zu fühlen von diesem Naziregime, von diesen Verbrechen aus dieser Zeit. Mich würde interessieren, was Sie als Überlebender dazu sagen. Ich glaube, mir ist es eine schwere Antwort zu geben. Ich glaube, dass Deutschland hat einen sehr guten Job getan, um ihre Vergangenheit zu verstehen und sie zu studieren. Und sie hat sehr viel von dem gelernt. Und ich glaube, am meisten, dass Deutschland sehr honest war und es hat große Schritte vorwärts gemacht. Das kann ich nicht für Österreich jetzt sagen. Es kommt besser, aber es muss noch weitergehen. Die Geschichte von Deutschland ist ein offenes Buch. Wenn man in eine Schule geht, liest man das in der Geschichte. Ob es besser werde, nicht so viel von dem zu reden, ich kann nicht eine gleiche Antwort. Die Juden sagen, dass die große Lesson vom der Holocaust ist, man soll nie vergessen. Und man muss wissen, wie könnte Leute, so wie die Deutschen, die so intelligent waren, die so gute Schule gehabt haben, die so zivilisiert haben, so in eine kurze Zeit so brutal werden können. Und das ist eine tiefe Frage. Und wir wissen noch nicht die Antwort davon. Die Deutschen sind nicht allein. Alle, sogar Juden, können schlechte Sachen tun. Es ist im Gehirn die Kapabilität, gut zu sein und schlecht zu sein. Und darum ist denn, das ist ein anderer Raison, das Gehirn zu verstehen. Wie kann der Mensch wunderbare Sachen einen Tag tun und der nächste sage, seinen Freund ermorden? Ich spreche metaphorically. Aber ich muss sagen, dass in der Vergangenheit, dass Leute so viel von dem geredet hat, hat einen ausgezeichneten Outcome gemacht für Deutschland. Deutschland ist transparent, wie sagt man das auf Deutsch? Transparent. Ja. Ja. Wunderbar. Keiner kann sagen, dass sie das nicht angeschaut hat. Mhm. Und ich sehe, dass die jungen Leute sind sehr sensitiv zu dem, weil sie das gehabt haben, diese Lesion. Herr Kinderl, letzte Frage.
Sie halten gleich hier in Zürich einen Vortrag, der heißt, es gibt ein Leben nach dem Nobelpreis. Was treibt Sie an? Wo nehmen Sie diese Energie her? Ich weiß nicht. Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben. Sie müssen zum Lecture kommen, ich kann Ihnen geben. Das ist eine Joke, wie sagt man Joke? Ein Witz. Ein Witz. So, in 1990, als wir auf den Ferien waren und wir haben ein kleines Haus an Cape Cod, wo die Kinder und die Enkel kommen. Und jeden Sommer ist eine Periode, dass Denise und ich allein sind. Und wir waren dort und wir haben die Kleider gewaschen. Und meine Frau ist Französisch. Sie will nicht die Automatic Drying Machine benutzen. Sie wollte, dass wir hängen immer die Kleider, nicht die Kleider, die Hemden und die Underwear und die Pyjamas auf die Linie. Ja, so um das Luft, frische Luft zu haben. Und wir arbeiten, ich helfe ihr, wir hängen das auf der Lines und das Telefon läutet. Und ich gehe in eines, jemand von der NIH, der sagt, du hast einen Grant bekommen und in diesen Tagen war das nicht so schwer, was nicht eine große Sache. Und wir glauben, dass du den Nobelpreis bekommen wirst. Das ist nett. Ich gehe vom Telefon zurück zur Arbeit und ich sage Denise, er hat gesagt, ich werde den Nobelpreis bekommen. Sagt sie, ich hoffe nicht bald. Sage ich, wie kannst du das sagen? Sie ist ein Soziologe und sie hat mit dem Robert Merton und Harriet Zuckerman gearbeitet. Und sie haben sehr viel über den Nobelpreis studiert. Sie haben gefragt, sie haben untersucht. Interviews mit alle den lebendigen Nobelpreiswinner und von nicht alle, aber meistens. Und sie haben von ihnen gelernt, dass meistens nach dem Nobelpreis sind sie fertig mit der Wissenschaft. Und sie hat mir gesagt, und du hast so viele Ideen, möchte schade sein, dass du fertig bist bald. Bald später, wenn du viel, viel älter bist, wird es eine bequeme Zeit sein für dich. So, nachdem ich den Nobelpreis bekommen habe, habe ich gewusst, jetzt muss ich schwer arbeiten, um ihr zu bezeugen, dass es gibt ein Leben nach dem Nobelpreis. Und das ist der Anfang meiner Rede heute Nachmittag. Okay. Herr Kindel, vielen herzlichen Dank. Natürlich, das ist sehr nett, mit Ihnen zu sprechen.